werde in diesem Part das Spiel um Vampires Dawn 2 für dich, Steve, und... Ah ja, jetzt bei Retro World. Ja, Leute, ich habe gelevelt. Das Leveln geht relativ zügig. Nicht schlecht ist, dass man hier speichern kann. So für 5 Seelen, also man den Zufluchtszauber halt benutzt. Echt? 5 Seelen nur? Ja. Dennoch, Black ist dabei. Es ist überflüssig, nicht frei speichern zu können. Punkt aus Ende. Mehr muss man dazu, finde ich, auch nicht sagen. Es ist, wie gesagt, künstliche Erhöhung des Schwierigkeitsgrades. Es ist einfach nervig. Ja, es ist einfach ein Nervfaktor. Deswegen, wir hatten fürs Let's Play einfach der, deswegen haben wir es auch drin. Oh. Echt jetzt, ja, der NPC. Wow. Jetzt kriegst du da nicht weg, das ist natürlich schon ziemlich fies. Hast du schon mal bei der Diebin reingeschaut? Ja, immer wieder zwischendurch. Nix drin. Jetzt ist er gerade weg, NPC. Aber du kannst natürlich auch einfach die Treppe benutzen. Und hier frage ich mich auch. Ah ja, warte mal. Haben wir noch Zauber, die wir lernen können? Jetzt ja. Können wir auf jeden Fall welche lernen. So. Und zwar... Ich meine, hübsch sieht das Menü hier aus, ne? So. Und was muss man jetzt machen? Achso, nee, auf okay. Ach ja, genau, stimmt, da unten auf den Haken. Brium! 2 Runentafeln Blitz erhalten. Die sind jetzt für immer weg, ja? Ja, ist ja klar. Du benutzt ja die Zutaten, um den Zauber herzustellen, mhm. Ey, ich hoffe, dass man davon genug findet, ja? Bestimmt nicht. Zauberblitz, den können Walner oder Lene lernen. Dann machen wir das doch mal. Boah, trifft einen Gegner. Grundschaden 19, 16. 19, ja. Boah. Ja, das haben wir noch aus dem ersten Teil schon gewohnt. Die meisten Zauber benutzen wir doch wahrscheinlich ohnehin hier, ne? Außer die Sachen, die uns buffen und heilen können, ne? Und vielleicht den Gegner irgendwie. Schon ziemlich überzogen. Wollen wir noch was irgendwas lernen? Wie viele Lernpunkte kostet denn irgendwas? Steht das mal da, oder? Ich finde, das wenn wir sowieso noch Schlösser knacken wollen. Genau. Schlösser knacken kann man immer gebrauchen. So. Wie viele Lernpunkte haben wir denn jetzt noch? Na, insgesamt können wir doch wie viel verteilen? Waren es 10 oder 30? Na, wir hatten 29. Und jetzt haben wir noch, also wir hatten jetzt davor 29. Also die Frage, kostet das einen Lernpunkt? Ja, okay, das hat einen Lernpunkt gekostet. Okay. Gut, dann kostet die höhere Stufe wahrscheinlich ein paar mehr Lernpunkte. Also ich nehme eine erste, würde mal 1 kosten, die zweite 2 und die dritte 3. Es könnte natürlich auch sein, dass die zweite 3 kostet und die dritte 5. Hm. Geheim- und Geheimgänge wollen wir finden. Natürlich. So. Was ist das? Besser Blutsaugen, nee. Wollen wir auch natürlich auch haben. Nee. Nein. Mit der Angriffskraft nicht. Zaubermeister, nein. Haben wir die Intelligenz? Nein. Starke Rüstung, Sprinter. Was ist das? Jäger. Durch Tierschlachtung erhält man eine Blutflasche und einfaches Fell. Verstehe ich nicht. Das verstehe ich auch nicht. Das bedeutet, wir, können irgendwie Tiere schlachten. Aber heißt das nach einem Kampf? Oder verstehe ich irgendwie nicht? Das will ich mal... Pass auf, wir speichern mal kurz hier. Und dann testen wir das mal. Das ist eine gute, oder? Ja, ja, mach mal. Fangen wir mal wieder oben an bei 1. Und dann nehmen wir mal Tierschlachtung... Was das? Sieht so aus, ja. Nee, Sprinter. Das, genau. Tier. Tierschlachtung 1. So, jetzt. Wir können Tiere schlachten. Jetzt reisen wir wohin, wo es Tiere gibt. Ich weiß auch schon, wo es Tiere gibt. In den Zoo. Zauber, Fledermaus. Mit dem verschlimmbesserten System. Und zwar hier drin. Hoffe ich doch, oder? Hier gab es doch Tiere, oder? Weiß ich nicht. Das mal, hier gab es böse und gute Vögel. Das war ein böser Vogel. Vielleicht zählen die ja auch als Tiere. Ich meine, Vögel sind ja Tiere. Vielleicht können wir von denen... Nein, das sind keine Tiere, das sind Monster. Ja, wir sind schon ein bisschen stärker geworden, wie ihr seht. Ja, nur sind wir noch genauso langsam. Ist ja die Frage, erhöht Geschick unsere Initiative? Also, dass der Balken sich schneller füllt? So, können wir jetzt diesen Vogel töten? Nein, mit dem können wir doch gar nicht interagieren. Ist das ein böser Vogel? Ja. Ist ein böser Vogel. Evil Bird. Also solange ich nicht weiß, ob das uns was bringt, will ich das nicht haben. Ich denke nicht, dass es uns irgendwas bringt. So, aber ich denke, trotzdem, das ist einfach wieder so ein Troll. Trotzdem können wir noch einen Punkt noch verbrauchen, wenn wir noch das... was ist denn das hier?
Blick herumliegende Gegenstände. Das klingt doch gut. Heilung. Wort ein Blut die 3 Sekunden. Klingt auch egal. Ermöglicht es ins Ziffern einfacher Karten. Das brauchen auch wir auf Karten, jeden Fall noch. Karten brauchen muss man auch extra. Wir haben auf jeden Fall, wir haben ein Kartenstück gefunden, ja. Ja, dann machen wir das mal. Ermöglicht das Überzeugen leichtgläubiger Menschen, das können wir doch auch nehmen. So. Wir haben so viele Talentpunkte, verschwende doch einfach mal ein paar. Wir können nicht mehr machen, weil wir keinen Seelen mehr haben. Wir haben noch 13 Seelen. Ach, das kostet dazu noch Seelen? Ja, es kostet Lernpunkte und Seelen. Dann wissen wir endlich, wozu wir die Seelen brauchen. Zum Beispiel, genau. Schade, dass wir das erst so spät erfahren haben. So ein leichtgläubiger Menschen. Magische Entschärfung einfach fallen. Mehr Geld. Mit eigenen Einheiten. Burgkampf um 2. Nee. Wir bleiben erstmal dabei. Nee, ist alles doof. Alles doof. Alles doof. Na gut. Dann gehen wir wieder nach Asran, oder? Genau. Ja, das heißt also, wir gehen nach Asran und dann versuchen wir noch ein paar Burgen zu erobern. Das ist der Plan. Oh. Really, ja? Ich hab einen flog aus der Burg heraus und wieder in die Burg hinein. Ich habe übrigens noch einen anderen Bug im Spiel entdeckt. Cool. Beim Zufluchtszauber kann es passieren, dass man als kleiner Valnar dann wohin teleportiert wird. Das ist ja witzig. Also als Overworld Valnar. Oh, kleiner süßer Chibi-Valnar. Oh, der Chibi-Valnar. Das ist mir tatsächlich ein paar Mal passiert. Wo ist denn das jetzt nochmal, die Stadt? Weißt du das? Die hier? War die nicht hier oben irgendwo? Da. Ja. Jetzt haben wir auch genau kein Blut mehr. So, 6. So dumm. 4 Blutfiolen hast du noch dabei. Wie viel Heilbalsam? Nichts. Cool. Hervorragend ausgerüstet. Ja. Schlimm ist ja auch immer Geld, was ich reinbekommen habe, ging irgendwie gefühlt immer sofort einfach drauf. Ich habe ein Geheimnis aussehen noch gefunden in aus in der, Versehen. Also ich habe trainiert in der Kanalisation. Und hast etwas angeklickt. Genau. Und da habe ich, warte mal. Ja, da habe ich irgendwie ein Fass angefasst und da waren irgendwie 100 Fila drin oder so. Ein Fass angefasst. Oh. Anfassen, ist mir bisher noch nie aufgefallen, aber du hast recht. Etwas an ein Fass verwandeln ist anfassen. Boah, die machen immer noch so viel. Kannst du dir neues Equipment kaufen? Also, wenn du Geld hättest? Ja, nicht Geld hätte, ja. Ich habe neue Waffen auf jeden Fall schon gekauft. Boah, es ist immer noch kacke, ey. Das Spiel ist auf jeden Fall echt ganz schön stressig. Ich frage mich, wie die anderen Leute das alle durchgespielt haben. 5 Schaden macht, untergemacht. Mensch, bloß nicht zu viel mit einmal. 5 wäre. Asgar? Valnar? Asgar. Ja, 5. Also sehen wir schon, Säbel sind nicht effektiv gegen Riesen. Ja. Aus welchem Grund auch immer. Tja. Lohnt es sich, Valnar zu heilen? Die Typen sind nur nicht mal ganz schön stark, muss ich zugeben. Valnar, du greifst immer den Falschen. Die nicht. Hast du mal Mega nachgeschaut, wie viele Trefferpunkte die haben? Nein. Hättest du vielleicht mal tun sollen. Wow. Man soll es hier aber schon so auf Level 11 machen, ja? Level 11 sollte ja. Ich denke mal, du wirst wahrscheinlich noch weiter grinden müssen. Am Ende kommst. Das ist total sinnlos. Wir haben auch vor allem gar keine Heilgegenstände. Boah, wir haben einen getötet. Warum, wie viel EP wir am Ende bekommen? Ich denke nicht, dass das Spiel so funktioniert. Ich denke, wir brauchen andere Burgen und wir brauchen mehr Geld. Davor ist es sinnlos, hier irgendwas zu machen. Wir brauchen mindestens 4 Burgen, damit wir genügend Geld haben. Das ist doch gerade echt. Das Doof ist natürlich, je mehr Burgen hat, desto öfter wird man noch angegriffen. Naja, mal gucken. Aber ich sehe hier gerade irgendwie nicht so wirklich, wie wir sinnvoll voranschreiten sollen, weil. Wir versuchen hier mal durchzulaufen ohne Kämpfe. Good luck. So. Den nehmen wir mit, als Erinnerung. Manchmal bist du wirklich abartig. Was?
Danke, ich tue, was ich kann. Er hat das Grab wahrscheinlich jetzt ins Schloss teleportiert. Ja, den Grabstein ist doch egal. Ja. Achso, schon, das ist ja der Grabstein von Elaine, ne? Nein, das ist der Grabstein von Vincent Rayner. War das nicht der von Elaine? Nein, von Vincent Rayner. Wir sind aber wo haben wir denn den, den Grabstein von Elaine gefunden? Der ist doch ganz woanders in so einer Höhle. Ich bin gerade. Was willst du mit dem Grabstein von Elaine? Vincent Rayners Grab ist doch hier und das wollen wir gerade untersuchen. Und das vielleicht verwechsel ich gerade auch irgendwas. Den Grabstein haben wir gerade wegteleportiert. Egal, mach einfach. Siehst du, hier sind wir gerade bei dem verschütteten Weg, bei dem wir nicht weiterkommen. Tja, das war wohl ein kurzer Spaziergang. Hier kommen wir wohl nicht weiter. Und was jetzt? Ganz einfach. Wir hören auf diesen Genie und schnappen uns jemanden für diese Folterkammer. Scheint wohl so. Als wäre das nun das Einzige, was wir tun könnten. Verstehe ich nicht. Wie traurig Weihnachten. Ja. Wir wollen niemanden foltern. Was meinst du, Wellner? Oh, böse gucken. Wellner? Ja, Wellner natürlich träumt jetzt, ne? Hat eine Vision. Was ist los? Du solltest öfter seine Gedanken lesen, Elaine. Warum macht ihr das nie? Ich glaube, ihr könnt das gar nicht. Wir können nichts dafür, dass du unsere nicht lesen kannst. Nun ja, was will man auch von einem Vampir der dritten Generation schon erwarten? Hör auf, in meinen Gedanken zu lesen. Was glaubst du doch selbst nicht? Du bist eine Gefahr für uns. Was denn los? Frag doch Asgard, den kleinen Gedankenspion. Unser kleiner Weiner hatte irgendeine Vision von Vincent Rayner. Sehr auffällig. Was soll das heißen? Dass du wahnsinnig wirst, das soll es heißen. Hört doch endlich mal auf zu streiten. Was für eine Vision hattest du? Es gibt ja einen Geheimgang. Dann benutzen wir ihn doch. Wir sollten ein Auge auf ihn werfen, Elaine. Ich habe keine Lust, irgendwann von ihm im Wahn abgestochen zu werden. Der einzige Wahnsinnige hier bist du, Asgard. Verflucht nochmal. Benehmt euch doch endlich. Gehen wir zum Geheimgang. Elaine muss Mutter spielen. Am Ende der Reise sagt sie bestimmt zu Jaina, weißt du, Jaina, hier ist ein lockerer Stein. Ich habe im Laufe meines Lebens gelernt, dass ich mich bereits um zwei kleine Jungs kümmern muss, die niemals erwachsen werden, weil sie unsterblich sind. Ja. Und das reicht mir. Was für eine Überraschung. Werden uns noch erwarten? Das werden wir gleich sehen. Ich hoffe, coole Überraschungen. Was? Oh, oh. Was? Okay. Das ist halt ein Geheimgang. Ah, so Treppe. Dieses Buch. Ich finde dieses Faceset so schlimm. Es sieht echt komisch. Es ist vor allem nicht so besonders hübsch editiert. Unglaublich. Es war im ersten Teil mein Lieblingscharm, muss ich sagen. Also, ich fand Vincent richtig cool. Sir Vincent, hier ist das Lachsenkraut, das ich euch besorgen sollte. Ihr wisst richtig, Lachsen hat auch in diesem Spiel mal wieder eine kleine Gastrolle bekommen, nämlich als Kraut. Ja. ich danke euch, Elaine. Damit kann ich den Heiltrank fertigstellen. Die Menschen in Azran brauchen meine Heilkünste. Als Priester hat man eben einen wichtigen Stand. Wir sind alle dankbar, dass ihr hier seid. Und ich bin dankbar, eine so fähige Assistentin zu haben. Ohne euch wäre meine Arbeit viel schwieriger. Ich danke euch. Könnt ihr mit dem Buch etwas anfangen? Vision zu Ende. Deine Gedanken machen mir Sorgen. Ich habe alles vergessen. Ich kann mich an nichts mehr erinnern, bevor Vincent mich mit seinem Flug belegt hat. Vielleicht finden wir noch mehr raus, wenn wir uns umsehen. Es scheint, als würde dieser
Und wollen das Wahnvorstellungen verstärken. Das macht mir Angst. Mir nicht, ich will wissen, wie es in der Story weitergeht. Ja. Außerdem wurden wir dadurch, dass wir damals mal im Maker was nachgeschaut haben, schon ein klein wenig gespoilt. Und ich hoffe ja, dass wir diese Szene vielleicht hier unten sehen könnten. Ja, ja. Oh, ich kann mich noch gar nicht mehr daran erinnern. Stimmt, ja, ich erinnere mich. Das ist ein Geheimgang. Tja, ein Fass im Gefängnis mit einer Haifiole drin. Normal, oder? Klar. Tja, scheinbar hat keiner dieser ganzen Toten hier diese Haifiole gefunden. Es gibt Spiele, wo übrigens der Bösewicht Chubby heißt. Chubby? Ja. Nur nebenbei, das ist ein Self-Insert, das ist der Nachbar oder der Lehrer, den der Typ nicht leiden konnte. Okay. Und es ist der RTP-Dämon. Natürlich, klar. Oh Gott, der kann AOE, ja. Und die sind den Kampf nicht ausgewichen, fällt mir grad. Ja, du bist im Kampf nicht ausgewichen, du bist ihm. Aber naja, gut, ich denke mal, das sollte eigentlich schon machbar sein, oder? Hoffen wir einfach mal nicht, dass er mehr als 1 Million Trefferpunkte hat, ne? Oh Gott. Verwirrung. Hervorragend. Der Blitz hat den Gegner getötet. Warum war der Typ schwächer als die Dudes da draußen? Wir werden es nie herausfinden. Dann nutze ich aber tatsächlich mal so eine Blutfiole. Beide. Ich benutze eine. 2, 3, 4, 5. Was? Du kannst nicht an diesen Säulen vorbeilaufen. Das ist unmöglich. Du bist zu fett. Ja, da ist was drinne bestimmt. Aber da ist auch ein Geist. 2 sogar. Mach direkt wieder einen Blitz drauf. Ob ein Eiszauber was bringt? Oh, verdammt. Jetzt hat er zugeschlagen, weil sie jetzt auch wieder schneller war. Ja. Was? Egal. So, ja. Ach, nein. Oh Gott. Ist doch egal. Solange sie nur Weiler verwirren, ist das doch in Ordnung. Siehst du? Wow, Weiner hat sogar aus irgendeinem Grund den Gegner angegriffen. Dann haben sie das mit der Verwirrung wahrscheinlich ein bisschen gefixt in dem Spiel. Wow. Machen wir mal. Mach einfach, genau, da müsste der eigentlich tot sein, genau. Aber nicht übel, Weiner ist verwirrt und greift trotzdem den Gegner an. Dann, wow. Ich glaube, das ist momentan die erste Verbesserung am Kampfsystem, die ich feststellen kann. Ja. Okay, gut, kein Wunder, dass der Blitz so gut ist, der kostet ja auch 19 MP. Ah, doof. Ja, dann darf ich wohl das nächste Heil-Item benutzen. Richtig. Du hast gar keine Blutflasche mehr, oder? Echt nicht. Was macht der Vampirstein? Bei der Blut? Er heilt alles. Naja, ich meine, die Vampirsteine haben wir im ersten Teil ja nie benutzt, ne? Ich denke mal, in den Teil benutzen. Ich denke auch. Das würde mich auch schon fast wundern, wenn ihr nicht irgendwo noch einen Boss warten würde. Ich möchte noch ein bisschen warten, ne? Aber irgendwie sieht es anders aus als im ersten Teil, kann das sein? Ja, so komplett anders. Da oben müssen wir hin. Da kommen wir doch sowieso nicht weiter. Und hier ist doch auch das Buch. Statue. Hat keine Interaktion? Nee. Okay, dann ist das wohl eine Sackgasse. Jetzt hier unten. Ich hätte eigentlich gedacht, das wäre jetzt der Altarraum gewesen, aber nein. Nein! Du kannst natürlich an den Säulen nicht vorbeilaufen. Naja, es ist nur einer. Das wirst du schon schaffen. Jetzt sind beide rasend. Egal. Enter Smash. Also musst du nicht mehr Enter smashen, ne? Das ist ja der Vorteil. Boah, nice, 63. Grit! Jetzt wirst du eigentlich auch gleich tot sein. Oder auch nicht. Ich denke mal noch einen Kampf und dann nutze ich einen Vampirstein. Ich finde das ganz gut hier mit der Fähigkeit. Ich meine jetzt quasi dann das dauerhaft aktiv wird, das heißt, ich muss das diesmal nicht hoch optimieren. Ich muss es nicht selbst balancen. Ah, hier unten können wir noch lang gehen. Weil es hier auch nichts gibt. Hä? Dann war da. Oh Gott. Haben wir irgendwas übersehen? Ich denke schon. Der Kampf wird uns fertig machen. Naja, ist egal, das kriegen wir schon wieder hin.
Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Asuka darf auf keinen Fall verwirrt werden. Das ist das Wichtigste. An der Stelle. Oh. Was zum Teufel war das? Ich weiß es nicht. Ich sag mal so, wenn wir jetzt den Kampf schaffen, dann. Oh mein Gott. Gegenstände. Wenn wir den Kampf schaffen, dann ist der Part schon wieder fast vorbei, ne? Dann können wir den Vampirstein optimal nutzen. Aber so super mega optimal, ja, ist überhaupt nicht klar. So. Fluch der Geister. Verwirrt, blind. Oh Gott. Dieses Spiel spart nichts mit Statusfindung. Aber bisher ist Verwirrung irgendwie noch nicht so nachteilhaft. Aber wir haben uns bisher noch gar nicht selbst getroffen, oder? Das ist richtig. Ich bin überrascht. Also es ist fast egal, ja. Ich weiß. Es lief überraschend gut. Dann nutzen wir mal einen Vampirstein. Ah, dann schauen wir uns noch mal ein bisschen um und hoffen, dass wir irgendwie noch den rechten Weg finden, weil so komplex ist es ja nicht und... Ich denke auch, wir haben einfach was im nächsten... Warte mal, halt, jetzt sind wir schon da unten gewesen, da muss doch auch ein Gegenstand sein. Ich glaube, ich hole uns noch versteckte Gegenstände demnächst mal noch, als sollten wir genug sehen haben. Ich muss doch was sein. Ich meine... Ich kann doch jetzt hier nicht nur gewesen sein, um einen Gegner zu besiegen. Findest du vielleicht irgendwo noch einen Geheimgang? Scheinbar nicht. Hey, hier ist nichts in dem Raum, gar nicht. Angriff der Eras auf Burg Varis, juhu. Und die verlieren wir jetzt. Da haben wir nur noch zwei Söldner. Oh, da müssen wir die Burg wieder zurückerobern, ne? Da kommen, oh Gott, sechs Eras, ja, sechs. Hey, ich hab dir doch gesagt, das Spiel sagt. Du hast mir nicht geglaubt. Ich hab dir gesagt, Steve, lass uns das Let's Play bitte abbrechen. Und du hast gesagt, nein, wir ziehen das zusammen durch. Und wenn es unser ganzes Leben dauert. Ich bin immer gespannt, was wir vorher fertig haben. Vampire's Dawn 2 oder Pokémon Bloody Platin. Das Schlimme ist, können wir jetzt so... Du musst, und der ist wieder respawned. Oh, wow, das... Weil ja, die Bogenkämpfe, die sind nicht nur nervig. Weil das als Map-Wechsel zählt. Ja. Das lasse ich unkommentiert. Nein. Das ist wunderbar. Wir übertreiben auch komplett. Ja, dieses Spiel hat keine Fehler. Das Game Design ist perfekt und wir übertreiben und mängeln und weinen einfach nur rum, würde ich sagen. Offensichtlich. Wow. Okay, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich war euer DSD-Steve und... Let's Play Retro World. Ciao.